Normalerweise halten wir bei Campus TV ja den Hochschulalltag so ein bisschen in bewegten Bildern fest. Dieses Projekt war jetzt mal ein ganz anderes, weil wir szenisch gearbeitet haben und uns einem Thema gewidmet haben, nämlich dem Thema K.O.-Tropfen. Bisher wurde diese Thematik immer sehr mit erhobenem Zeigefinger so vermittelt. Und wir wollen jetzt eben zusammen mit der Hochschule Osnabrück und mit Campus TV da einen anderen Ansatz gehen. Wir wollen ein bisschen näher an die Zielgruppe ran und durch junge Protagonistinnen und Darstellerinnen hier einfach das Ganze ein bisschen greifbarer, erlebbarer machen. Also, dass ich mir wirklich vorstellen kann, okay, das könnten meine Freundinnen sein, mit denen ich losziehe und dann passiert sowas. Lissi, was ist denn dein Job hier? Ich bin heute das Nummerngirl. Okay, was musst du machen? Du musst Nummern zeigen. Nummern zeigen. Melli ist mal irgendwann mit dieser Idee bei uns in die Redaktionssitzung reingekommen und hat sie in die Runde geworfen. Wir könnten da doch mal so einen Spot machen für den Ladies Circle. Ladies Circle ist eine internationale Serviceorganisation für junge Frauen. Wir generieren Spenden und Aufmerksamkeit für wechselnde Hilfsorganisationen. Alle 2 Jahre haben die Ladies hier in Deutschland die Möglichkeit, ein sogenanntes nationales Serviceprojekt zu wählen. Das heißt, ein Projekt, was denen ganz besonders am Herzen liegt, wird dann zur Wahl gestellt. Und wenn es dann dieses sogenannte NSP wird, fließen die Gelder aus ganz Deutschland zu einem bestimmten Anteil dann in dieses Projekt. Und uns liegt eben jetzt gerade dieses K.O.-Tropfen-Projekt besonders am Herzen. Wir haben diesmal szenisch gearbeitet mit einem richtigen Skript und einem richtigen Drehbuch. Das heißt, wir sind anders als sonst nicht einfach mit der Kamera los und haben geguckt, was es so zu filmen gibt, sondern wir haben uns im Vorhinein jede einzelne Szene überlegt und die dann abgefilmt. Und das Ganze dann jeweils mit Licht setzen, jeweils mit Ton abnehmen, jeweils mit der richtigen Fahrt an der richtigen Stelle. Alles musste eingespielt werden und was da natürlich sehr entscheidend ist, ist, dass man da ein starkes Team hinter sich hat mit Kameraleuten, die sofort wissen, wo müssen sie hin, Technikern, die sofort wissen, wo muss das Licht stehen. Und das hatten wir und ich glaube, das hat allen hier sehr viel Spaß gemacht. Spannende Zusammenarbeit, super professionelle Zusammenarbeit und ich freue mich wahnsinnig darauf, wenn dieser Film endlich öffentlich zu sehen sein wird. Schön, dass du das Video guckst. Ich finde dich gut. Welches Video? Ich meine, den, der das Video guckt, an den rechnen wir. Die Bilder sind super. Ihr macht das genau richtig.